Ja, Forschung. Habe ich gerade schon zwei Sachen erforschen lassen, Ja, du bist toll. nämlich die Greifarme, die die Züge schneller voll und leer machen können. So. Gehen wir hier nochmal gucken. Ich kann ja mal dem Kunstwerk in Ehren, aber ich kann ja mal das hier abbauen. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Betonplatten, so heißen sie. Also irgendwie ist die Betonplattenproduktion zu langsam. Tragbarer Fusionsgenerator, um Gottes Willen. Für Energie. Brauch aber 100 blaue Chips. Gut, das ist ja nur, das kriegt man ja hin, oder? Weiß nicht. Bestimmt. Ich So. mach mal ein Exoskelett. Okay. Ach, ist das nicht auch Voraussetzung für den tragbaren Hangar? Ich glaube, da hast du einfach mehr Platz im Inventar und kannst da viele Sachen reinpacken. Aber es ist jetzt keine direkte Voraussetzung von der Forschung. Den hätten wir so schon erforschen können. Ach so, okay. Weil ich hatte irgendwie in Erinnerung gerade, dass das doch mal ein Ziel war, diesen tragbaren Hangar zu basteln. Du meinst den mobilen Drohnenhangar wahrscheinlich, ne? Sag ich ja. Ja. Quasi. Also meinte ich zumindest. So. Ja. Ups. Und schon vorbei. Ja, Kann ich schau schon mal, das was nächste ist. starten. Ja, ich schau Es wird mal. Nacht. Der Fusionsgenerator würde mich. Die tragbare Laserabwehr. Würde mich auch reizen. Wollen wir nicht jetzt vielleicht erstmal das eine machen, was wir vorhatten, nämlich den tragbaren Hangar? Den könnten wir jetzt schon. Ja, eben, dann schmeiß den doch mal an. Ja, das ist Ja, geplant. das war mal. Gib Hast du mir. das Autosave-Intervall wieder geringer gestellt? Nö, Auf eigentlich 10 sollte das. Nein, eigentlich steht das auf 5 Minuten. Wie die Millisekunden? letzten Das kommt Male mir so auch. vor. Aber irgendwie speichert der diesmal bei allen die Karte oder so, keine Ahnung. Sicher ist sicher. Weiß auch nicht. Hat mich aber auch schon genervt. genau, den mobilen Drohnenhangar. Ich weiß nicht mehr warum, aber irgendwann wollten wir den mal erforschen und haben darauf hingearbeitet. Ja, aber da brauchen wir erstmal Energie für den mobilen Drohnenhangar. Toll. Also Warum habt ihr denn. Fusionsreaktor macht schon Sinn, wenn wir den zuerst erforschen. Ja, jetzt ist zu spät. Jetzt läuft die Forschung schon. Ja, das Problem ist auch, Okay. es mangelt halt massiv an blauen Dir Forschungspaketen. mangelt es immer massiv an allem Möglichen. Das ist der Hammer. Ja, Bei dir mangelt es nicht nur, bei dir mangelt es immer massiv. Also darauf wollte ich hinaus. Du sagst immer, das mangelt massiv an. Ja, es wird doch null produziert. Das ist halt das. Mit so einer Megaproduktion da. Ja. So. Okay. 3,2K, wer stellt denn Ich das hin? hab's umgestellt, weil hier, Ah, siehst du, schrei nicht so. daran liegt es nicht. Ich habe nicht geschrien. Dein Mikro war auf einmal sehr laut. Ich weiß nicht warum. Ich habe mich aber nicht bewegt. Okay. Warum stellst du das gerade um? Weil hier noch Batterien drauf liegen. Das heißt, es sind genug da erstmal. Und ich will die erstmal wieder ein bisschen. Hat ja niemand was von, wenn es hier einfach sich aufstaut. Und die Produktion lahmt gerade nicht an den Batterien. Aha. Aber dann muss man ja später wieder händisch umstellen. Ich bin sowieso die ganze Zeit hier in der Gegend und stelle Sachen um. Was, du Ja. verstellst die ganze Zeit Sachen? Auf jeden Fall. Ich glaube, das, was ich hier mache, ist das Sinnloseste, was es gibt, aber egal. Deswegen lieben mich deine Fans so. Du zum Beispiel. Genau. Oh, was ist hier los? Warum habt ihr keinen Strom?
Warum sind die Akkumulatoren leer? Also, jetzt werden sie geladen. Okay, und also warum da, nicht das war noch Strom, nicht hell genug. Klar. Das war nur einfach noch nicht hell genug. Gut. Oben ragen wir massiv in Alienbasen rein. Man beachte bitte massiv. Massiv. Haben wir schon einen Titel für unsere Folge? Massive Übertreibungen. Ja, aber massive Untertreibungen. Nee, weiter raus zu. So, da. Ja, ich sehe, was du meinst. Ich weiß allerdings nicht, ob wir das so ohne weiteres erreichen. Ups. Nee, ich habe hier noch große Strommasten. Alles klar, dann würde ich sagen, ich bemanne dann mal wieder den Panzer. Bemann ihn. Und haben wir noch irgendwo Sprengstoff? Ich muss mal gucken, wie es aussieht. Munition? Ich habe hier noch 200 Schuss, glaube ich, in der Kiste. Hier oben in der ersten. Ah ja, jo, ich sehe es. Ich nehme doch noch ein paar mehr mit, weil der Weg ein bisschen weiter ist. Und ich will mal gucken, ob ich ein paar Lasertürme mehr mitnehme. Waren sogar 240. Du fährst ja immer so gerne gegen, da habe ich einen hohen Verschleiß. Du baust sie nur immer da auf, wo ich hinfahre. Das ist das Problem. Ja, und das sind viele, ich weiß. Hä? Ja, guck mal, da hat er auch noch 100 Schuss im Kofferraum sogar, der Panzer. Aber dann hat er jetzt erstmal eine ganze Menge. Und habe ich genug Treibstoff? Naja. Dahin natürlich. Und da und da. Na gut, das passt schon. Oh, da ist vorne. Ah! Er ist mal direkt in die falsche Richtung losgefahren. Nee, alles gut, aber ich gebe Gas, weil ich denke. Ich will nicht alleine machen, ich will nicht, dass er mitkommt. Wo gehst du denn hin? Links rum oder rechts rum um den See? Ich würde. Rechts rum waren wir schon mal. Oder wollen wir mal links rum? Ne, die fragten ja, links rum waren wir schon mal. Rechts rum waren wir noch nicht um den See. Meinte ich, Entschuldigung. Ja, links und rechts Schwäche, wie ich schon sagte. Sag was. Wo willst du hin? Welche Basis wollen wir dann angreifen? Gehen wir mal rechts rum, weil wir noch nie rechts rum gegangen sind. Was hältst du davon? Alles klar, das klingt nach einem Plan. Dann, ach Mann, ey, wie ich es immer nicht hinkriege, die Map wieder zuzumachen. Erforschen wir neue Welten quasi. Guck mal, dann machen wir wieder das, was Spaß macht und Tommy kann so lange bauen. So. Hab hier eine Handvoll Laserkanonen baut auch noch. Ach, weil die es gespeichere. Aber guck mal, dann weiß man immer sofort, wann 5 Minuten um sind. Wenn das 5 Minuten sind. Ich glaube nicht, dass das 5 Minuten sind, ganz ehrlich. Ohne Witz, das waren 5 Minuten seit dem letzten Mal speichern. Ich habe extra auf die Uhr geguckt hier. Beziehungsweise auf den Timer, wie lange die Aufnahme läuft. Das waren exakt 5 Minuten. Man soll es nicht glauben. So. Hier ist noch ein riesen Kupferfeld, das wir irgendwann nochmal angraben können. Ja, und hier ist gleich die Karte zu Ende. Zumindest die Minimap. Und hier ist auch schon die erste Alien-Basis. Uiuiuiui. Oh, ich habe Angst, ich bin noch nicht da und er sagt schon uiuiuiui. Nee, ich habe abgebremst extra, weil da nicht mehr aufgedeckt war der Bereich. Und das war auch eine gute Idee, dadurch bin ich nicht in die Basis reingefahren. Ja. Wenn ich mit dir Computer spiele, fühle ich mich manchmal wie so ein Kindergärtner. Ah ja, okay. Das ist interessant. Okay, ich habe das Gefühl, meine Strommasten reichen nicht. Also hier, wo ich stehe, wenn du ganz rauszoomst, na, noch nicht. Also hier, wo ich stehe, wenn du da bist und ganz rauszoomst, dann siehst du am rechten Rand schon die Aliens. Ja, die sehe ich, genau. Ja. Kannst du schon mal die Bäume da wegmachen, die stören mich. Welche? Alle. Ah, ja, genau. Einfach mal so ein bisschen durchfahren. Das Problem ist, dann habe ich gleich Aliens am Arsch. Jo, habe ich. Lasertürme. 3 Stück, 4. Ja, das passt schon. Okay. Das habe ich mir nämlich befürchtet, dass das passieren wird, wenn ich da weiter ranfahre. Du hast auch Aliens am Arsch. Na, ich halte ja ein bisschen was aus. Ich habe auch so ein Exoskelett. Oh, stimmt. Ich habe gar keine Rüstung an momentan. Ich glaube, den hast du ein bisschen weit weggebaut. Ja, ich gebe den Tipp, fahr einfach nicht gegen Lasertürme, da kann ja nichts passieren. Okay. Jetzt wird es natürlich wieder genau dunkel. Oh, falsche Waffe ausgewählt, deshalb schießt die große Kanone nicht.
Ich würde es mega gut finden, wenn du dich ein bisschen um die Forschung kümmerst, Tommy. Das da ist Damage bei an den Masten, ne? An den Strommasten. Ja. Smigus, ich muss. Ja, Ich muss die Gebäude töten, weil die machen. Ja, das mache ich gerade. Die machen gut Schaden. Ja. Hast du genug Reparaturkits mit? Habe ich. Gut, ich brauche welche. 17 habe ich. Gruß an die Jungs von Pete Sweet. 17. Fällt mir gerade mal so auf. Verstehe ich nicht. Die haben das irgendwie bei sich auch als Running Gag, dass da ständig diese Nummer kommt. Kannst du mir ein paar Reparaturkits geben? Gerade schlecht, ich schieße gerade die Gebäude platt. Aber das ist auch gleich vollbracht, hier sind nur noch 3 Gebäude, wenn ich das richtig sehe. Ja, du musst dir vielleicht die Schuss nicht bei der unteren Basis verschwenden, weil wir haben noch viele Basen. Ich weiß nicht, wie viel Schuss du hast. 400 oder so. Okay, dann haben wir 300 auf jeden Fall. Ja, da liefst du auf einmal. Ja. So. Gib immer alle Reparaturkits, dann reparier ich dich immer schön. Ja, nicht. Moment. Oh, hab ich schon. Kann ich die jetzt so einfach da hinlegen? Nee, kann ich glaub, nicht. Ich glaube, wir brauchen eine Kiste. Ich pack die einfach ins Panzerinventar. Kann ich nicht. Holz drauf ist zugreifen. Da. Nee, kann ich nicht drauf zugreifen, wenn ich da drinne sitze, meine ich so. Okay, ich hoffe, es reicht. Holz benutze ich als Treibstoff für den Panzer. Und da siehst du auch, was ich noch an Munition habe. Also das sollte noch eine Zeit lang reichen. Jetzt noch knapp 400 Schuss. Also. Eigentlich kannst du wieder ein paar Reparaturkits holen. Das wird niemals ausreichen. Meinst du? Ja. Okay, ich mache hier erst noch die letzten Würmer kaputt, die hier schießen. Obwohl, ich kann auch 26 bauen, das mache ich mal. Aber erstmal rumheulen, er hätte keine Reparatur. Das wird nicht reichen. Immer dieses Auto speichern. Ja, wieder genau 5 Minuten. Also das passt schon. Ach komm, jetzt geh kaputt. Na also. Gut, dann fahre ich jetzt noch einmal zurück und hole nochmal Reparaturkits. Ich mache in der Zeit unten die Basis mal. Ist eine kleinere, ja? Alles klar. Brauchst du sonst noch was? Soll ich noch Strom? Ja, Strommasten. Genau, das war meine Frage. Was wolltest du noch sagen? Paar? Kannst mal den Paar oder so? Nee, alles gut. Okay. Okay. Müp, müp, müp. Alarm. Ach, YOLO. Was ist denn? Durch den Wald. Bäume werden einfach platt gemacht, die im Weg stehen. Also die Produktion der Wissenschaftspakete läuft nicht mehr, weil irgendjemand das Bauen von den grünen Greifarmen ausgeschaltet hat. Aha. Also lag das gar nicht an den Batterien. Ja, am Anfang könnte es sein, dass es einer der Gründe war, aber hier werden auf jeden Fall keine grünen Arme mehr gebaut. Die Produktion wurde halt gelöscht. Ich habe das Gefühl, wir haben jemanden, der hier die Produktionen kaputt gemacht hat und so. Komm, nimm die mal einfach alle mit. Also bevor ich nach Frankreich gefahren bin, funktioniert das alles noch wunderbar. Ja, das würde ich an deiner Stelle jetzt auch behaupten. Haben wir hier irgendwo einen Buffer für grüne... Nee, haben wir nicht. Für grüne Circuits, wollte ich sagen. Dass ich davon ein paar kriege. Die Kämpfe sind anstrengend, auf jeden Fall. Ja, bei dem Wetter schwitzt man da richtig, ne? Ja. komm, pack ihn noch. Sammeln wir einfach mal alles ein, was hier so rumliegt. Können wir ja immer mal brauchen. Siehst du, das sieht doch gar nicht so falsch aus. Dann können wir ja nochmal 192 Reparaturkits bauen. 23 große Strommasten. Da fehlen mir wahrscheinlich Kupferplatten für. Dann sammeln wir davon auch noch ein paar. Oh, hier habe ich auch ein schönes Feld gefunden. Aha.
Ein schönes so. Kupfereisenfeld ist hier noch. Ein richtig schönes. Okay. Was haben wir jetzt? 59. Dann geben wir die schon mal in Auftrag. Und aus dem Rest werden dann hier Reparatur 104. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das weiterläuft, wenn ich in den Panzer einsteige gleich. Jo, läuft. Sehr gut.